Grüezi miteinander. Ich heiße Susanna Lisibach und arbeite im Sekretariat von St. Laurentius. Weihnachten ist für viele die schönste Zeit im Jahr. Kerzenlicht, Zimmerstern, Stille und wenn wir Glück haben, auch Schnee. Ich wünsche allen eine besinnliche und friedliche Weihnachtszeit. Grüezi miteinander. Mein Name ist Mauro Calegari. Ich bin Jugendseelsorger hier in der Pfarrei St. Laurentius in Winterthur-Wülflingen. Wir gehen auf die Weihnacht zu. Und an der Weihnacht erinnern wir uns seit über 2000 Jahren an die Geburt von Jesus Christus. Er ist auf die Welt gekommen als Mensch. Er ist auf die Welt gekommen als Messias, als Retter von dieser Menschheit. Und wenn wir in der Bibel nachlesen, im Johannesevangelium, dann sagt Jesus dort: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und das Licht vom Leben, das wünsche ich Ihnen ganz besonders jetzt auf Weihnachten. Mein Name ist Morena Keller und ich arbeite im Sekretariat der Pfarrei St. Laurentius. Weihnacht steht vor der Tür. Das Fest von der Liebe, von der Freude und von der Hoffnung. Von ganzem Herzen wünsche ich Ihnen lichterfüllte und besinnliche Stunden. Viel Vertrauen und Zuversicht, besonders in diesem Jahr. Schöne Weihnachten. E buon Natale. Hallo zusammen, mein Name ist Roni Giuffi. Ich arbeite in St. Laurentius Kirche als Sakristan und wünsche euch fröhliche Weihnachten. Und jetzt noch auf meiner Muttersprache auf Aramäisch: Edocho haue Bricha. Warum eigentlich beschenken wir einander an Weihnachten? Schließlich haben nicht wir Geburtstag, sondern Jesus Christus, der Sohn Gottes. Nun, wir beschenken einander, weil Weihnachten im Kern ein Fest des Schenkens ist. Zuerst hat Gott uns reichlich beschenkt in der Weihnacht. Und er schenkte uns nicht irgendetwas, nicht eine Sache. Er schenkte uns sich selber, seinen Sohn Jesus Christus. Wenn wir nun einander an Weihnachten beschenken, dann führen wir diese wunderbare Tradition der ersten Weihnacht. Machen wir einander kleine und große Freuden. Ich würde sogar sagen, dass es darum im Leben geht. Freude erfahren, Freude weiterschenken. Das müssen keine teuren Sachen sein. Schenken wir uns selbst unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit. Schenken wir Trost und Liebe. Schenken wir Hoffnung und Halt. Das kann man nicht kaufen. Das kann man nur schenken. Das kann man nur geschenkt bekommen. Und dann geschieht Weihnachten im Hier und Jetzt. Ich bin Diakon Kalusik und wünsche Ihnen in diesem Sinne ganz frohe Weihnachten.